Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 9. Dezember 2018. Ich habe den Begriff Tagesenergie auf Tagesglück verändert. Und ich betone das Glück, glücklich zu sein. Jeden Tag etwas entdecken, was uns glücklich macht. Weil daran liegt die Lebensqualität. Und wir sollen auf unsere Energie auch achten, unsere eigenen Energie. Und das kommt von unserem Inneren. Und das besteht aus Denken und Fühlen. Und das ist unsere Anziehungskraft. Das, was wir ausstrahlen. Und genau das ziehen wir an, was wir denken und fühlen. Und das beeinflusst unser Schicksal. Also ändern wir die Gedanken, Gefühle, ändert sich die Lebensqualität. Aber andere Menschen haben auch Energiefeld. Die Orte, die Räumlichkeiten haben auch Energiefeld. Und von oben kommt auch Energie, die kosmische Energie. Ist auch nicht immer im Harmonie, im Einklang, weil es ist manchmal unausgewogen und wir können da uns anpassen. Anpassen, im Einklang zu sein mit der Natur. Und das ändert sich ständig. Das ist eine Wandlung, das ist ein Tanz, das ist eine Bewegung. Und wenn wir diesen Rhythmus verstehen, dann sind wir wirklich in Einklang mit uns selbst, mit der Natur, mit unserem Leben. Und das verändert die Lebensqualität. Sonne befindet sich nach indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Skorpion. Und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Ich setze Sonne hier zum Wasserelement. Sonne gibt die Klarheit. Sonne ist das Licht. Natürlich wärmt auch. Und hier bei Wasserelement handelt es sich um unseren Gefühlen bewusster wahrnehmen und die Wärme ausstrahlen. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Und Feuerelement ist aktiv. Und Mond hat einen Einfluss auf unseren Alltag. Also wir sollen aktiv sein, in Bewegung sein. All das, was uns begeistert. Die Feuerelement ist die Begeisterung, aber auch Leidenschaft. Mond in Tierkreiszeichen Schütze wirkt auf unseren Alltag und das erleben wir als Bewegung. Kann auch Sport, Aktivität oder eine Reise sein. Mars befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und die Tierkreiszeichen Wassermann gehört zum Luftelement und das zeigt Freiraum, Luft zum Atmen und die Männer brauchen gerade diesen Freiraum. Aber nicht nur die Männer, die Frauen auch, weil Venus ist auch im Luftelement, aber so weit sind wir noch nicht. Wir gehen nach der Reihenfolge und bei indischen Astrologie gibt es die Wochentage an die Reihenfolge. Sonne herrscht über Sonntag, Mond herrscht über Montag, Mars herrscht über Dienstag und jetzt kommt Mittwoch und über Mittwoch herrscht Merkur. Und Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Merkur zeigt Handlungen und Gespräche. Natürlich im Wasserelement handelt es sich um Gefühle. Entweder die Gespräche beeinflusst unseren Gefühlen oder wir sprechen über die Gefühle. Jupiter herrscht über Donnerstag und Jupiter befindet sich auch im Skorpion nach indischen Astrologie. Ich setze Jupiter
zum Wasserelement. Jupiter vertritt die Gerechtigkeit und zeigt Situationen an, öffnet unserem Auge, was wir als ungerecht betrachten. Und diese Ungerechtigkeit beeinflusst auch unsere Gefühle. Venus ist die Liebesplanet, das weibliche Energie, befindet sich im Waage und das ist die Luftelement. Beide Liebesplanet im Luftelement. Man braucht ein gewisses Unabhängigkeitsgefühl, ein gewisser Freiraum, aber auch Leichtigkeit, die Liebepartnerschaft mal spielerisch betrachten. Und die Luftelement hat einen Bezug zum Kommunikation, weil die Worte werden über Luft vermittelt. Also es ist wichtig, in die Partnerschaft auch miteinander reden. Saturn erdet, also ich setze Saturn in die Mitte, zeigt eine Richtung, was uns gerade wichtig ist. Die Richtung ist die Tierkreiszeichen Schütze, wo auch Mond sich befindet. Bewegung, Sport, Aktivitäten, Reisen und all das, was uns begeistert, als Ziele setzen. Aber bei Saturn-Energie sollen wir das ernst nehmen und geduldig zu sein, bis wir da angekommen sind. Wir brauchen diese Stärke, das nicht aufzugeben. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Hahael. Ich setze hier diese Engel. So in die Mitte. Kabbala ist die Weisheit von Judentum und sie ordnen die Engel, sie ordnen das nach Zahlen, auch nach Namen und sie bestimmen auch, welche Engel herrscht über den Tag. Das ist ein System und die heutige Engel heißt Engel Hahael, hat die Zahl 41. Engel Hahael ist Engel der Seelen, Schutzengel. Schenkt uns einen tiefen Glauben, Engel die Dreifaltigkeit, Engel die Energiesteigerung, ein Sonnenengel, gibt uns Klarheit, Orientierung, befestigt unseren Glauben, schützt uns vor Lügnern und von falschen Zungen, schenkt uns heilende Hände, hilft uns, auf dem richtigen Weg zu gehen und auch, dass wir andere dabei unterstützen. Schenkt uns Erfolg bei der Arbeit. Dieser Engel wird zugeordnet zum Uranus. Das sind die Ideen, das ist das Geist. Hier beginnt die Schöpfung. Aber Uranus bringt auch Umbrüche, Veränderungen in unserem Leben und ist zugeordnet zum Luftelement, das ist die Leichtigkeit, und zugeordnet zu Tierkreiszeichen Waage. Und das war die heutige Engelenergie. Wenn wir jetzt dieses Bild anschauen, dann stellen wir fest, es fehlt etwas. Es fehlt die Erdeelement. Und damit wir in Harmonie sind in Natur, Harmonie in diesen kosmischen Einflüssen, wir sollen das ausgleichen und die Erde-Element betonen. Und es ist die Sicherheit, Stabilität, die beruflichen Situationen, die Finanzen oder die Natur mal bewusster wahrnehmen. Erde-Element hat auch einen Bezug zu unserem Körper, unserer Gesundheit, also um unseren Körper kümmern. Und das war die heutige Glücksbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo. Ich habe eine Aufnahme gemacht über die wahren Geheimnisse, die Rauhnächte. Und es steht nicht in Büchern geschrieben, es handelt sich wirklich um Geheimnisse. Dieses Video werde ich nicht veröffentlichen, es ist nur für diejenigen zugänglich, die wahre Interesse haben, diese Geheimnisse zu erfahren.
Und wenn das so ist, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link zu diesem Video. Dieses Video ist kostenlos und fühlt euch bitte zum Nichts verpflichtet. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen in dem Sinne nichts zu tun. Dieses geheimnisvolle Video ist gratis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieses Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail, beschreibt eure Lebenssituation, auch was wollt ihr verändern. Verbessern, ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft, all das, was euch gerade beschäftigt, auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf eure Situation, passend auf eure Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesem besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.